Halbzeit im Heimspiel der EBC Rostock Seawolves gegen die WG Aschersleben Tigers. Neben mir Martin Becker, Vorstand des EBCs. Wie findest du, dass die Jungs im Saft stehen hier in der Halbzeit? Wir führen. Ja, einmal frei. Was soll man dagegen sagen können? Ne? Natürlich, wie immer, Verdienst des Trainers. Aber ich denke mal, die letzten Spiele haben auch gezeigt, dass die Mannschaft will. Und jeder Sieg bringt sie weiter nach vorne. Die Motivation ist da. Ja. Also wie gesagt, ich bin zwar grenzenloser Optimist und ich hoffe auch, dass das heute klappt. Ich denke mal, es wird am Ende trotzdem noch relativ knapp werden. Ich glaube, die geben auch wieder alles. Letztes Heimspiel haben sie ja auch bis zur letzten Minute wirklich die letzten Kräfte mobilisiert und alles gegeben. Und ja, wir haben auch in den nächsten Heimspielen schon spannende Sachen und Aktionen vor uns. Der EBC hat sich ordentlich ins Zeug gelegt, den Fans auch was zu bieten. Wann ist das nächste Heimspiel? Das nächste Heimspiel ist dann in 14 Tagen am 17.11. Und ja, wir haben ja im letzten Jahr angefangen, das erste Mal mit einem Sponsor zusammen einen Tag quasi zu vermarkten. Und die WG Schifffahrt-Hafen, die Wohnungsbaugesellschaft Schifffahrt-Hafen, hat das letztes Jahr angefangen und ist weiterhin Kooperationspartner und hat auch den 17.11. für sich als WG Schifffahrt-Hafen-Tag wieder in Beschlag genommen, was wir ganz toll finden. Super Zusammenarbeit, tolle Aktionen. Aber vielleicht können wir gleich nochmal drüber sprechen. Alles klar, wir haben auch keinen unbedeutenden Gegner. Der ist im Moment Tabellenführer. Das ist der VfL Stade. Und das wird kein einfaches Heimspiel. Nee, super schwer. Also Stade kennen wir nun auch vom letzten Jahr schon. Haben wir leider auch nicht gewonnen. Aber ich sag mal, der Unterschied ist natürlich aus rein sportlicher Sicht ja, für uns schon schwierig, weil Stade ist eine Mannschaft, die eigentlich unter Profibedingungen trainiert. Die haben eine Akademie, sind jeden Tag am Training. Bei uns sieht es eben etwas anders aus. Also noch etwas bodenständiger, sage ich mal. Ja. Ja, alles klar. Aber ich glaube, in der Motivation können wir auf jeden Fall mithaben. Der Head Coach hier, Sebastian Wild, holt ja alles aus den Jungs raus. Und wir haben ja auch drei echte Topscorer mit in der Mannschaft immer, die jetzt mit 21, 19 und 18 durchschnittlichen Punktgewinn pro Spiel hier an den Start gehen. Mal sehen, vielleicht steigert sich das heute noch nach der zweiten Halbzeit. Aber an so einem Tag, beim nächsten Heimspiel, kommen wir nochmal drauf zurück, 17.11. Schifffahrt-Hafentag heißt der. Da gibt es auch noch ein paar Leckerlis für die Fans. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Tag, wie gesagt, natürlich will man dem Sponsor die Chance geben, sich selber zu präsentieren. Das wird passieren. Aber es ist nicht nur Präsentation, sondern wir haben mit WG Schifffahrt-Hafen einen Sponsor gefunden, der unheimlich sportinteressiert ist. Tolle Aktion, wieder ein handsignierter Basketball, der zu bekommen ist. Eine Papierfliegeraktion, die letztes Jahr schon toll gelaufen ist, viel Spaß gemacht hat. Also wie gesagt, jeder bekommt ein Blatt, wenn er reinkommt, kann einen Papierflieger falten. Der wird von den Rängen geworfen und der am weitesten in einen vorgegebenen Kreis wirft, kriegt eben einen tollen Preis dafür. Mehrere Live-Acts sind geplant. Also es wird eine rundum Familienangelegenheit, noch mehr als es im Moment sowieso schon ist. Also ein Höhepunkt der Jagdsaison 2012-13 und ja, es sind alle Bürger in Rostock herzlich eingekommen, sich das mal mit anzugucken, wenn sie bis jetzt noch nicht auf den Rängen sitzen. Ja, auf jeden Fall, wer bis jetzt noch nicht da ist. Wie gesagt, heute ist ja auch tolles Publikum und gut besucht, aber ein paar weiße Plätze, in Anführungsstrichen Holz ist es ja, sind noch zu sehen und wir hoffen, dass wir das zukünftig weiter ausbauen können natürlich. Ja, schönen Dank Martin Becker an den Vorstand hier. Wir lassen ihn jetzt gleich nochmal auf die Ränge. Wir brauchen noch ein bisschen Wolfsgeheul, damit die zweite Halbzeit so gut wird wie die erste.